Grußbotschaft von Professor Rita Süssmuth an die Online-Videokonferenz am 8.10.2020. Liebe Freunde des iranischen Widerstandes, liebe Unterstützerinnen und Unterstützer von Ashraf 3, ich grüße Sie alle von ganzem Herzen. Leider kann ich an der Veranstaltung und Online-Konferenz persönlich nicht teilnehmen. Ich möchte daher in dieser Botschaft meine Solidarität mit Ihnen bekunden. Die Menschen im Iran leiden doppelt schwer. Zum einen an der Epidemie des Coronavirus und zum anderen, noch schlimmer, an der ihrem religiösen Gewande zum Trotz brutalen Diktatur. Die Hinrichtung des Landesmeisters im Ringkampf, Navid Afkari, müsste alle Glocken zum Läuten bringen. Allen internationalen Appellen und Protesten zum Trotz beeilte sich das Regime in Teheran, ihm durch den Strang das Lebenslicht zu nehmen. Und auf die absurdeste Weise rechtfertigt es sein Handeln mit einer fundamentalistischen Auslegung des Islams. Zwei Brüder von Navid wurden zu 27 bzw. 54 Jahren Haftstrafe verurteilt und erleiden schwerste Folter. Ihr Vergehen besteht in nichts anderem als der Teilnahme an Bürgerprotesten. Als Mutter kann ich das schwere Leid nachempfinden, das Frau Afkari, die Mutter dieser drei Brüder, bedrückt. Ich stehe an ihrer Seite. Sie und tausende weitere Mütter der Opfer dieses Regimes sind die Mütter der wertvollen Freiheit. Und wir alle beklagen, dieser Freiheitskampf fordert einen unmenschlich hohen Preis. Doch das Unrecht wird sich nicht auf ewig halten. Die Hoffnung auf eine Wendung der Dinge zum Besseren nimmt zu. Nicht aufgeben, standhalten, weiterkämpfen für die hohen Ziele. Darin liegt der Sinn des Widerstandes. Im Zuge unseres Einsatzes für die humanitäre Umsiedlung der Bewohnerinnen und Bewohner von Camp Ashraf und ihren Schutz vor blutigen Angriffen sowie während meines Engagements für Frauenrechte lernte ich den iranischen Widerstand und seine vorbildliche Führung kennen. Der Widerstand ist eine Kultur, die diese Bewegung vorlebt. Sie prägt das 10-Punkte-Programm von Madame Rajavi. Dazu gehören diese Punkte: die Trennung von Religion und Staat, der Pluralismus und der Respekt vor Andersdenkenden, die Abschaffung der Todesstrafe, die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Das alles sind keine bloßen Worte. Die Gleichberechtigung wird in Ashraf 3 in den zwischenmenschlichen Beziehungen seit langem praktiziert. Frauen in Führungspositionen garantieren den Fortschritt der gesamten Gesellschaft. Es ist dringend notwendig, um die von fundamentalistischen Männern geführte religiöse Diktatur zu beenden. Männer und Frauen, die der Kultur der Gleichberechtigung gewachsen sind und jegliche Diskriminierung ablehnen, stellen für die Zukunft des Landes und die Bildung einer neuen Gesellschaft ein bedeutendes Kapital dar. Während unserer Unterstützung für den iranischen Widerstand erfuhren wir immer wieder von dem Ausmaß der negativen Propaganda, mit der diese Opposition bekämpft wird. Mein persönliches Erleben, das mittlerweile schon länger als 11 Jahre andauert, zeigt, diese Widerstandsbewegung überzeugt durch ihre Haltung beharrlich, friedlich, gewaltlos und solidarisch. Es ist zu spüren, wie wirksam dieser Widerstand ist. Eine internationale Initiative, die es ermöglicht, das Leben der 3.500 Bewohner Ashrafs zu retten. Beeindruckend ist, wie schnell sie ihre neue Heimat Ashraf 3, begleitet durch Mariam Rajavi, aufbauen konnten. Diese Bewegung verdient Vertrauen, insbesondere das ihrer unterdrückten Landsleute. Ohne Zweifel ist sie den Verfolgern ein großer Dorn im Auge, weil diese Bewegung gewillt ist, eine neue Ordnung zu schaffen. Möge es ihr gelingen.